Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Tales from Space Mutant Blobs Attack. Ja, endlich mal wieder seit langer Zeit sind wir zurück mit dem Spiel. Und ich finde, wir fangen auch gleich mal an. Oder soll ich erst was dazu sagen? Also, ich habe ja jetzt das GTA Let's Play abgebrochen. Und das heißt, ich werde jetzt das Let's Play hier beenden und mich dann weiterhin auf die Indie-Games konzentrieren, weil die mir einfach viel mehr Spaß machen und mein PC diese großen Spiele wie GTA und so einfach nicht mehr schafft, weil er schon ziemlich alt ist. Oder was heißt ziemlich alt, er ist, nein, so alt ist er noch nicht, aber er ist nicht so gut ausgerüstet, dass er genug Frames sozusagen für eine gelungene Aufnahme hat bei den großen Spielen, und deshalb werde ich mich auf die Indie-Games konzentrieren und gucken, was da so auf dem Markt los ist. Genau, also wir werden erstmal das hier zu Ende spielen. Und zwar heute, nämlich sogar mit dem T-Bone von meinem Bruder auf, weil der ist gerade nicht da und ich durfte mir das ausleihen. Und ich weiß nicht, ob man den Unterschied so groß hört. Auf jeden Fall ist das ja ein Standmikro sozusagen, und da habe ich auch noch nicht so viel mit rumgetestet. Ich habe das jetzt einfach mit Fraps gemacht, nicht mit Audacity, das wäre natürlich besser gewesen. Aber ja, mal gucken, was sich da noch so draus entwickelt. Und so weiter und so fort. Ja, dann fangen wir mal gleich an hier mit dem Level. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier geht. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass man sowas machen muss. Okay, da war irgendwas. Das habe ich wieder umgesehen. Was war denn diese Taste? Ich weiß es gar nicht mehr. Achso. Auf jeden Fall war da was. Das habe ich gesehen. Oh nein, nicht runterfallen. Ja. Ich hoffe, meine Tastatur ist nicht zu laut, weil das T-Bone nimmt ja echt fast alles auf. Ich habe auch schon ein Handtuch über meine Maus gelegt. Den Tipp habe ich auch von Bennett von Funkabgrund kommen. Ja, wir haben es geschafft. Ui, da rutsche ich aber weiter. Ich wollte aber noch die Punkte hier einsammeln, weil man will natürlich alle Punkte mit. Oh, die können wir gar nicht einsammeln, weil da diese Strömung ist. Na gut, dann geht's einfach weiter. Stoppuhr habe ich nicht gestartet, die habe ich jetzt gestartet. Na, umso besser für euch. Sind das Bomben? Ja, das sind Bomben, keine Lichter. Gut, dann muss ich hier durch. Die ganzen Bomben explodieren lassen. Die können uns gar nicht. So, komm, das wollen wir uns noch hier irgendwie. Wie auch immer. Hui, so geht das also. Okay. Hier rein müssen wir. Dann machen wir den mal so. Dann kommt der wieder ein Stück zurück. Dann springen wir da rauf. Wenn wir es denn hinkriegen. Ja, danke. Dann können wir den langsam zurückfahren. Und dann hier auf diese Plattform gehen. Und uns dann so rüber teleportieren, sozusagen rüberschieben, damit es dann hier weitergeht. Ja, endlich mal wieder ein Video von mir, ne? Ich hoffe, ihr freut euch. Ich war ja jetzt lange Zeit im Urlaub und dazwischen habe ich gar nichts aufgenommen, weil ich da auch nicht den Nerv zu hatte. Also ich war nicht die ganze Zeit durchgängig im Urlaub, sondern war erst 3 Wochen unterwegs und dann nochmal eine Woche auf Fahrradtour mit Tim, mit Desia, dem Kanalpartner, also auch hier vom Kanal. Könnt ihr euch ja mal angucken. Dazu wird es bald Videos auf DreadTV Live geben. Link dazu ist auf unserem Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, würden wir uns freuen. Und genau, da werden also Videos kommen zu dieser Fahrradtour. Nee, so ging das nicht. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz. Ja, so. So, jetzt haben wir hier unseren zweiten Freund. Den ersten haben wir leider wieder nicht gefunden. Aber naja, macht nichts. Da haben wir halt nicht alle gefunden. Oh Gott. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Ich bin gerade etwas verwirrt, weil ich mich hier gar nicht konzentrieren. Boah, gerade so eben geschafft. Da haben wir echt Glück gehabt.
Achso, ich muss hier den Knopf drücken. Okay. Dann drücken wir doch mal den Knopf. Oh, jetzt müssen wir da wieder raus. Mist. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja, wir schaffen das. Jetzt bloß nicht zu früh. Ah, okay. Da geht's dann sowieso nicht weiter. Hier raus. Alles klar, okay. Ich dachte, jetzt geht das irgendwie weiter in die Säure rein oder so, dass wir sterben. Aber alles gut. Haben wir ja geschafft. Okay, wir sind 4,20 Meter inzwischen groß. Ich will jetzt hier ein bisschen Punkte sammeln. Oh, nicht in die Säure. Okay, jetzt sind wir eh fast tot. Also lange werden wir es jetzt nicht mehr überleben. So war es ja noch mit Nitro. Aber so hat man gar keine Kontrolle. Na egal. Sammeln wir einfach mal alle Punkte ein. Dauert jetzt natürlich, aber wir sind ja übelste Profis hier. Also müssen auch alle Punkte einsammeln. Das gehört einfach dazu. Sonst hat man kein Skill, ja. Oh. Okay, da kommen wir nicht mehr durch. Egal. So, wie groß müssen wir denn jetzt werden? Keine Ahnung, wir fressen einfach mal alles auf. Sind jetzt schon so groß wie ein Haus. So gehört sich das. Jetzt haben wir also auch unseren Goldstatus erreicht. Können wir hier noch irgendwo irgendetwas machen? Anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir weiter ab ins nächste Level oder nächste Etappe. Ich weiß das gar nicht. Ja, nächstes Level wird es wohl sein. Pause. Ja, okay. Dann machen wir ein wenig Pause. Okay, jetzt geht's weiter. Gut, das haben wir alles geschafft. In Ödland sind wir inzwischen. Mensch. Oh, jetzt sind wir wieder ganz klein. Naja. Okay. Aber das macht uns doch gar nichts. Jetzt kommt das super schwere Rätsel hier. So und so. Durch die Pustekanone. Huch Gott. Dann noch hier durch. Und natürlich wieder alle Popel mitnehmen, ne? So muss das. Oh. Oh Gott. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Egal, wir gehen hier durch. Und müssen 1,11 Meter werden. Oh, wir sollen Angry Birds spielen. Okay, dann spielen wir mal Angry Birds. Und werden dadurch katapultiert. So muss das, so muss das. So, komme ich jetzt hier noch an die Popel ran oder nicht? Doch, wäre schon ganz cool, ne? Ja, ja. Doch, das kriegen wir hin. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch, oder was? Doch. Puh, ich dachte schon. Das wäre es jetzt gewesen, dann hätten wir alles wieder neu machen können. Naja, so viel war es dann auch nicht, aber trotzdem. So. Diese Kugel. Magnetische Kugeln hier, das ist ja auch... Oder sind das eigene Planeten oder so? Aber wir sind ja Ödler. Wir sind ja gar nicht mehr auf dem Mond oder so. Naja, aber es gibt ja auch... Es gibt ja überall Planeten. Wir sind ja... Also, wir sind ja jetzt hier auch auf dem Planet. Also auch in echt, ne? Wusstet ihr das? Dass die Erde ein Planet ist? Wusstet ihr so? Also das ist echt unglaublich. Das wusste kein Mensch zuvor. Das habe ich euch gerade erzählt. Nom nom nom. Ja, ich würde gerne nom nom nom.
Ach, die können wir gar nicht zerstören. Okay. Dann müssen wir halt so durch. Durchrennen. Und uns erstmal hier schützen. Oh Gott, oh Gott. Dadurch, ja, so. Und dann so. Aber ich hätte gerne noch die Popel. Weil wir nehmen ja alle Popel im Moment. Oh Gott, oh Gott. Hä, habe ich das Level nicht schon mal gemacht? Waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir so bekannt vor. Ich weiß es nicht. Oh, so geht das also nicht. Wir werden so zurückgeschleudert. Okay. Dann werden wir so. Okay, das bringt uns schon mal gar nichts. Ja, wie sollen wir das denn schaffen? Ich weiß gerade nicht, wie wir das... Ah, so sollen wir das also schaffen. Gut. Damit wäre die Frage dann auch geklärt. Okay, die können wir immer noch nicht fressen, egal. Stört uns nicht. Wir gehen hier einfach weiter und somit haben wir das Problem gelöst. Aua, aua, aua. Das war die falsche Taste. Doch, ich bin mir ganz sicher, dass wir das schon hatten. Aber 100%. Na komm, die nehmen wir auch mit. Nein! Mist. Egal. Machen wir das halt nochmal. Wenn wir es endlich hinkriegen würden. Oder wir schwingen einfach so die ganze Zeit um diese Kugel. Komm, wir schaffen das. Nicht nochmal sterben. Nein, nein. Nicht nochmal sterben. Was soll denn sowas? Doch, doch, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Aber warum muss ich das nochmal neu machen? Okay, ich muss also... Habt ihr es gesehen? Ich muss es eigentlich so machen. Genau so muss ich das machen. Und dann so. Und dann den. Und dann den. Ja. Geschafft. Gut. Und jetzt muss ich da hoch. Und die irgendwie einsammeln. Doch, ja, ja, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Jetzt erinnere ich. Hundertprozentig. Also ich habe mich schon vorher erinnert, aber jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir das schon hatten. Naja, dann müssen wir es halt nochmal spielen. Aber warum, frage ich mich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch einfach nicht. Oh, es ist so warm in meinem Zimmer, das ist unglaublich. Obwohl es noch gar nicht so spät ist. Also wir haben es jetzt 12 Uhr. Na gut, die Mittagssonne knallt jetzt, ne? Aber so spät ist es eigentlich noch gar nicht. Es wird ja noch wärmer, es wird noch wärmer. Aber auf jeden Fall habe ich gerade sturmfrei. Ich dachte mir so, ach, jetzt kannst du mal wieder ungestört aufnehmen. Und das habe ich dann auch glatt getan. Und ja. Ach so, ja, okay. Also wenn die Kugel da drauf ist, müssen wir hier raufspringen.
Oh Mann, no. Oh Mann, no. Oh Mann, no. Geht doch. Geht doch. So, jetzt haben wir unseren Freund und genug zu essen, um hier weiterzukommen. So gehört sich das, ne? Okay, okay, das hatten wir auch alle schon. Ich weiß gar nicht, ob es für mich möglich ist. Doch, es ist möglich. Also dann machen wir mal so. Und so. Und so. Jetzt können wir langsam hoch. So. Und so. Und jetzt können wir hier rüber und haben das Rätsel gelöst. Nein, nein. Oh, puh. Ich dachte, ich fall da jetzt runter, ey. Das wär's gewesen. Dann hätte ich ja geweint. Achso, das ist... Ja, ja, das hatten wir auf jeden Fall schon. Das war keine große Schwierigkeit und wir haben es gemeistert. Ach, wir sind einfach so gut. Wir sind echt die Profis hier in dem Spiel. Aber so gehört sich das ja auch, ne? So gehört sich das. Okay, hier hoch. Sammle ich jetzt nochmal alle ein? Ja, ich habe nochmal alle eingesammelt. Aber die da oben sammle ich jetzt nicht ein, das ist mir jetzt... Ach, Mist, ja, dieses Doofe. Okay. Sind wir da oben irgendwo sicher? Nein. Ah, oh, da hing ich beim letzten Mal schon so lange dran. Na gut, wir werden erst in der nächsten Folge erfahren, ob ich das schaffe. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Tschüss!